So, der Vollständigkeit halber mache ich natürlich auch die unteren Ligen in England. Und ich sage es gleich vorweg, wie üblich halt, dass das eben wirklich die besonders schwierigen Ligen sind. Also ich kann schon sagen, auch diese England, die Tradition dort im Wetten. Und da gibt es eben dann wirklich so viele Leute, die sich gut auskennen, eben sowohl mit den fußballerischen Voraussetzungen, da ist halt wirklich eine andere Tradition, auch und speziell was diese Einschätzungen angeht, was in Deutschland einfach überhaupt kein Thema ist. Also die vermeintlichen Experten haben im Grunde überhaupt keine Ahnung. Also muss man ehrlich sagen, und in England ist das ganz anders, auch eben jetzt so Kommentatoren oder die Spiele analysieren oder sonst was, die haben immer den Bezug auch zu den Verhältnissen dieser Mannschaften, ja. Und das muss man einfach berücksichtigen. Von daher mache ich es der Vollständigkeit halber. Ich habe mich eine Weile lang auch sehr dafür interessiert, muss ich sagen. Und dann macht es auch richtig Spaß. Aber da muss man eben wirklich auch richtig einsteigen und dazu bereit sein, also da auch ein bisschen mehr zu investieren, wenn man so will. Also, was ich natürlich niemandem nehmen möchte, den Spaß. Was habe ich hier jetzt falsch gemacht? Also ich meine, das ist hier so, naja, scheint nicht ganz aufzugehen mit meinem Bildschirm. So, wir haben also diese Liga und schauen uns sowohl natürlich hier gerne diese Marktwerte an, die eben alle, naja, soll ich sagen, kritisch zu sehen sind. Also sagen wir mal, die sind nicht übertrieben viel an Informationen oder die Unterschiede sind nicht so groß, auch wie die Marktwerte hier ausgeben. Da würde ich also jetzt eher wieder Transfermarkt für verantwortlich machen, dass sie einfach nicht, also wer kann das auch, ne? Jetzt auch in allen unteren Spielklassen sozusagen alle Spieler richtig zu bewerten, ne? Und die werden dann auch immer angepasst und so weiter. Wir haben das übliche Phänomen natürlich, dass Reading, Blackpool, Wigan als Absteiger halt wahrscheinlich zu hoch eingeschätzt sind und dass vermutlich die vier Aufsteiger, Northampton, Leyton Orient, Carlisle und Stevenage, dann eben eher ein bisschen zu schlecht eingestellt sind. So. Und wir gehen also mal hier rauf auf die League One. Also das Take from Last Season, das ist wie gesagt jetzt auch nicht übertrieben aussagekräftig. Wenn wir jetzt hier eine Spielstärke haben bei Blackpool von 2,236, also dann verwundert mich das auf den ersten Blick. Jetzt gehe ich nochmal hier rauf. Das habe ich jetzt eben noch nicht vorbereitet, weil ich immer denke, ja, also diese Ligen, also solche Unterschiede gibt es da normalerweise nicht. Und jetzt muss ich eben hier nochmal reingucken. League One 2023-24. Jetzt müssen wir hier auf Tabelle gehen und jetzt hier das Jahr auswählen. So, das also Blackpool, was haben die da zu suchen? Ach so, jetzt verstehe ich erst. Blackpool ist der Aufsteiger aus der Liga darunter. Na, ich bin ja auch schön blöd. Die also in der Liga darunter halt diese Rolle gespielt haben, ne? Wigan, aber das überzeugt mich. Ach so, die haben die Aufsteiger ersetzt. Na gut, also ich habe jetzt hier vollkommenen Quatsch erzählt. Also Blackpool wird eher, denke ich mal, keine übergeordnete Rolle spielen. Also. Ach so, Blackpool ist hier der Absteiger, der einen Aufsteiger ersetzt hat. Alles klar. Also, ihr merkt schon, ich bin hier, ja, einfach jetzt auch nicht mehr so ganz drin. So, sie werden dann also vom Markt vermutlich auch besser beurteilt. Aber eben so hoch machen wir sie niemals. Und wenn wir sie auf 1,3 setzen oder sowas, don't show this again. Ich bin jetzt immer nicht ganz sicher, ob ich hier auch Punkte eingeben darf. Also hier oben haben wir zum Glück den Heimvorteil jetzt eingeblendet. Und auch den Toreschnitt, sodass wir also hier immer eine Orientierung haben. Ne? Auf diese Werte werden wir das so in etwa hinbewegen. Ne? Die 1,01, von denen ich im internationalen Schnitt spreche, die sind hier erfüllt. 2,67 ist auch, oder 2,66, ziemlich realistischer Toreschnitt. So, also hier würden wir jetzt auf jeden Fall auch Richtung 2,66 oder sowas gehen. Aber dieser Punkt hier, der stört mich. Also das würde ich lieber so haben. So, Wigan ersetzt also auch einen Absteiger, wird also höchstens im Schnitt sein, denke ich mal. Tore-Schnitt stimmt so halbwegs. So,
Barnsley, müssen wir jetzt nochmal hier drauf gucken. Tabelle sagt uns jetzt nicht so besonders viel. Also man muss ja immer gucken, weil die ständig von oben und von unten ausgetauscht werden. Hier können wir auch sehen, die Absteiger waren halt gar nicht mal so schlecht. Und die Aufsteiger aber waren, also ich meine, nicht so schlecht, wie ich jetzt sagte, dass sie also nicht an der Spitze eine große Rolle spielen werden. Und die Neulinge waren halt dann trotzdem überraschend gut, wobei im Forest Green dann auch wieder abgestiegen ist mit einem deutlichen Rückstand. Aber drei haben sich eben auch gehalten, wobei alle trotzdem dann unter Schnitt waren. Also das kann man ja immer so ein bisschen repräsentativ nehmen. Auch jetzt hier, dass die Absteiger also eher dann doch relativ deutlich Überschnitt sind. Also Barnsley ist ja fast hier an einer 2,0, auch wenn es jetzt nur eine 1,7 oder 1,75 ist, also eher jetzt ein sehr hoher Wert. So, aber da, also verhältnismäßig. Hier schauen wir jetzt mal rauf, ob Barnsley hier auch oben gesehen wird. Okay, werden sie, also werden wir sie sicherheitshalber auch eher in dem oberen Bereich, aber 1,5 erscheint mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen zu hoch, wobei sie ja letzte Saison tatsächlich auch so gut waren, ne? Der Torschnitt ist jetzt hier relativ harmlos. Auch Derby würde ich eher nicht verändern. Also die League One, dann gibt es eben doch etwas mehr Unterschiede. Auch bei Reading würde ich jetzt nicht mal so einen besonderen Grund sehen. Also die werden auf jeden Fall hier recht hoch bewertet mit 15,0. Derby sehen wir ja, dass die auch sowieso gut bewertet werden. Aber das war also Reading vielleicht dann doch zutrauen können. Vielleicht lieber nur 1,4 oder so da an der Spitze mitzumachen. Im Toreschnitt hätten wir jetzt keinen besonderen Grund, hier was zu verändern. Heimvorteil, und das machen wir gleich, oder gucken wir mal rauf, ob da erhebliche Abweichungen sind. Peterborough, also ich meine hier jetzt was wirklich richtig Gutes hinzubekommen, steht hier auch ziemlich weit vorne. Also hätten wir jetzt auch nicht besonderen Grund, sie runterzusetzen. Jetzt gucken wir nochmal auf Bolton. Auch hier im oberen Bereich mit 10 Millionen. Ja, also dann gibt es doch eine ganze Menge Mannschaften. Portsmouth, schauen wir auch nochmal rauf. Portsmouth auch hier in der oberen Hälfte deutlich. Also haben die relativ auch nach diesen Marktwerten gespielt. Oder der Markt bleibt da. Also auch die Transfermarktgrößen können sich ein bisschen nach diesen Erfolgen sozusagen gerichtet haben. Ja. So, Wickham kommt mir jetzt überbewertet vor, dass die hier eher nur ins Mittelfeld oder sogar untere Hälfte gehören, ne, wie man hier deutlich sieht. Also da würde ich jetzt sofort jetzt auf 0,95, ohne also denen zu nahe treten zu wollen oder was schlecht machen zu wollen, aber eher wären sie wahrscheinlich auch am Markt dann etwas geringer. Charlton hört sich noch für mich so ein bisschen nach dem Namen an, aber mit dem hatte ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten eher, ist mein Gefühl. Hier stehen sie aber auch so knapp um die Mitte herum, also vielleicht sogar knapp drüber. Also, dass wir hier auch keinen besonderen Grund hätten, was zu ändern. Okay, also Toreschnitt würde ich jetzt trotzdem ein bisschen dann anfassen, vielleicht auf 2,75 oder so. Auch bei Wycamp würde ich jetzt sagen, naja, eher so ein bisschen Richtung normal, ne? Vielleicht auch bei Bolton 2,55 vielleicht. Vielleicht unterhält sich ein bisschen was davon. Fleetwood, warum sind die drin? Ach so, Forest Green und Fleetwood ist ja nicht das gleiche. Fleetwood hört sich hier deutlich überbewertet an für mich, aber vielleicht haben die sich wirklich etabliert. Offensichtlich haben sie sich etabliert, also werden auch dann vom Markt anerkannt. Da gucken wir am Schluss drauf. Fleetwood, also dann lasse ich die auch so, habe ich keinen Grund. Oxford kommt mir auch eher zu hoch bewertet vor, aber das sind eher so ganz intuitive Eindrücke hier. Oxford, wo stehen die? Oh, die stehen hier sogar relativ gut da. Also, dass wir eher sogar sagen müssen, na gut, die lassen wir dann halt mal da. Torschnitt gefällt mir jetzt nicht so besonders, aber ist jetzt auch nicht total falsch natürlich. Also, wie gesagt, da ist immer die Überlegung, erhält sich das von der letzten Saison oder eher normalisiert sich wieder ein bisschen, ne? Also, wie gesagt, Mannschaften, die zu wenig Tore geschossen haben, suchen eher einen Stürmer und die zu viel kassiert haben, suchen Verteidiger oder was auch immer. Ne? Man versucht dann immer ein bisschen das wieder auszugleichen. So, Lincoln, puh, also die hören sich alle für mich nicht so nach so klangvoll an. Steht aber hier auch, na gut, schon eher untere Hälfte dann. Aber da sind wir jetzt auch hier schon in dem Bereich. Ne? Exeter würde ich eher auch als Abstiegskandidaten sehen, gefühlsmäßig. Steht auch hier mit 5,25. Also da stimmt dann schon mein Eindruck.
der erste, ne? Wobei eben, wie gesagt, also hier sind wir in so einem Bereich, also die jetzt runterzusetzen, auch ein bisschen unfair, ne? Das habe ich jetzt deutlich zu viel gemacht. Machen wir ein bisschen so. So, Shrewsbury hört sich alles für mich nach Absteiger an. Stehen auch hier schlecht, weit unten, aber 0,8 ist jetzt auch in diesem Bereich schon, ne? Bristol Rovers. Die hören sich für mich eher wieder ein bisschen besser an. Ne? Ja, stehen sie auch hier eher in der Mitte. Also da würden wir vielleicht ein bisschen hochgehen mit. Ne? So, Leighton Orient hört sich zwar ganz gut an, die mögen auch alle irgendwie, aber trotzdem jetzt nicht falsch, ganz falsch bewertet. Sieht hier gut aus, ist okay. Also als Aufsteiger jetzt, ja, haben die Chance, sich hier gut zu etablieren. Port Vale hört sich auch nicht gut an für mich. Port Vale steht hier auch ganz hinten, lassen wir also so. Burton 0,76 hört sich okay an für mich auf den ersten Blick. Also hier stehen sie eher deutlich höher, aber 6,2 Millionen jetzt gegenüber 4,33 darf man jetzt auch nicht, lassen wir einfach so. Ne? Cheltenham gehört dahin, denke ich mal. Cheltenham, wo stehen die? Ah, ganz unten, okay. Aber die sind ja jetzt auch bei mir schon relativ weit unten. Dann haben wir noch Cambridge. Tja, sieht hier ein bisschen besser aus, vielleicht Richtung 0,8. So, Stevenage als Aufsteiger, ja, die stehen da ganz hinten, 0,67 ist jetzt auch nicht ganz falsch bewertet. Carlisle und Northampton müssen wir hier natürlich gucken, stehen hier auch weit, relativ weit hinten. Northampton hört sich immer ein bisschen für mich nach einem etwas größeren Namen an. Also die würde ich auf jeden Fall hier eher Richtung 0,7, vielleicht sogar 0,75. Und Carlisle hört sich dann schon eher ein bisschen klein an. Bei Cheltenham, na gut, also auch so 0,7 vielleicht als Aufsteiger. Vielleicht ein bisschen besser. So, jetzt hätten wir die. Hier jetzt diese Unterschiede, die sind jetzt so minimal, dass ich jetzt natürlich keinen Grund habe, aber da könnte man eben auch sagen, mach doch alles auf 2,66. Was willst du da rumfantasieren hier, dass irgendwie hier Unterschiede gibt, besondere, ne? Das ist schon alles richtig, zumal Leighton Orient. Ja, also die stellen wir alle so ein bisschen Richtung Schnitt hier, weil das einfach nicht da der Unterschied jetzt groß zu erwarten ist oder eben wie gesagt der Erhalt dieser gewissen Effekte. Wir müssen nochmal jetzt dringend auf den Heimvorteil so ein bisschen gucken. Ne? Der ist, sollte überall Richtung 1,1 sein und 0,9. Da haben wir auf jeden Fall noch so eine kleine Aufgabe hier, weil das ja dann auch immer ein bisschen viel Zeit kostet, auch bei Wigan. Also hier wäre es jetzt eben sinnvoll, sehe ich total ein, dass man eben so eine allgemeine Funktion dafür hätte. Ne? Hier sind wir schon ganz nah dran, aber im Grunde kann man hier auch sagen, macht doch alle so. Wie gesagt, die Marktabweichungen ergeben sich. Also, wenn man sie erzwingen will, dann erhält man lieber die Werte. Und wenn man sagt, nee, der Markt hat hier schon recht, aber wir wissen es eben auch nicht so genau, aber die machen da auf jeden Fall jetzt nicht so Unterschiede. Ne? Die sagen, es ist ein Heimspiel, ist alles normal, alles auf Null gesetzt, da zählt sowieso nichts jetzt von der Vorgängersaison. Daran denkt man sozusagen nicht. Oder ja, bei gewissen Vereinen, wo es jetzt vielleicht eine ganz besondere Tradition hätte oder so, ne, würde man dann trotzdem sagen, warte mal, da weiß ich doch immer, in den Heimspielen geht es da richtig ab oder so. Aber das wäre dann nur so ein kleiner Effekt, ne, den man so intuitiv ein bisschen mit einbaut. Ne? So, also nicht in solchen Zahlenwerten hier genau ausgedrückt oder so. Ne? So, aber wie gesagt, die Odds-Compiler in England, die können sowas schon ziemlich gut. Ne? So, wenn das jetzt hier ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, natürlich, wenn mir 24 Mannschaften immer, ich versuche natürlich die Zeit hier relativ sinnvoll zu füllen. Das Problem ist einfach, dass ich hier immer einen Vierfachklick oder sowas machen muss und das, also wir haben ja jetzt hier wirklich viele neue Anmeldungen und heiße natürlich alle herzlich willkommen und hoffe natürlich, dass man hier, sagen wir mal, gerade diese Initialisierung ist besonders wichtig und auch kann man da natürlich unheimlich was rausholen, wenn man eben was Besonderes weiß. Aber da ist für mich auch einleuchtend halt, dass dann eher mehr Leute dazukommen.
Und dann eben sagen, jetzt ist eine neue Saison und Karten nochmal neu gemischt und gucken wir mal, ob ich nicht hier irgendwas machen kann, jetzt auch wetttechnisch. Aber da sollte man sich eben wirklich auch vom Verständnis her jetzt versuchen, diese Zeit zu nehmen, hier auch meine Erklärungen vielleicht ganz gut anzuhören. Auch wenn es jetzt hier immer nach ein bisschen Aufwand aussieht, das hat man also die ganze Saison dann nicht mehr, es sei denn, dass man eben ein bisschen nachjustieren möchte. Das ist eben eine Sache, die man auch Spiel für Spiel und Spieltag für Spieltag dann machen kann. Hoffe ich natürlich auch, dass ich das immer so ein bisschen erklären kann unterwegs. Aber ich setze die jetzt hier alle gleich. Das ist eben, wie gesagt, eine Funktion sollte das übernehmen. Das war ja auch in meiner Vorgängersoftware immer so. Das habe ich jetzt hier eben noch nicht. Aber wie gesagt, der Aufwand ist ja jetzt auch da. Haben wir jetzt zum Beispiel hier, hat er das nicht übernommen, was ich eingegeben habe, ne? Das ist auch in der Bundesliga anscheinend passiert. Das musste ich jetzt nochmal nachbessern. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video von der Bundesliga gesehen hat oder so, dass ich da manche Mannschaften gar nicht, sagen wir mal, den wunschgemäß verändert habe. Also das ist mir erst hinterher aufgefallen, ne? Da muss man schon immer raufgucken auch, aber das muss man halt immer auch ein bisschen mit dem eigenen Sachverstand so abstimmen, wenn man eben sagt, hier habe ich eine Indikation, da sollte jetzt schon möglichst alles stimmen dran, ne? Dass man jetzt sagt, nicht nur ist hier was angezeigt, oh, ist ja toll, ich kann wetten, sondern halt eher so ein bisschen die Richtung Alert, Alert, ne? Ich muss aufpassen und sollte nicht jetzt hier blindlings irgendwas vertrauen, sondern dann eher skeptisch sein und sagen, warte mal, warum hat denn der Markt da einen anderen Wert, ne? Unentschieden-Faktor stellen wir auch jetzt einfach alles zurück. Also das ist in diesen Ligen auch eher halt üblich, dass sich da die Gesichter sowieso viel zu sehr verändern von Jahr zu Jahr, wobei es da durchaus auch natürlich die Traditionen gibt, dass Spieler dann ihr Leben lang sozusagen für einen Verein spielen. Aber es ist zu viel, was sich da. Also das sind ein bisschen zufällige Effekte, die sich trotzdem im Verlaufe einer Saison einstellen, aber nicht über die Saisongrenzen hinaus etablieren lassen oder aufrechterhalten lassen. Ne? Und auch, es wäre einfach nicht sinnvoll. Wenn jetzt eine Mannschaft sagt, ja, wir haben so viele Unentschieden gespielt oder so, was sich dann im Laufe der Saison so ergeben hat und man dann auch ein bisschen an dem orientiert, fast seine Auftritte macht, also sagt, oh, ein Glück steht es noch unentschieden und wir haben lange nicht verloren oder so und dann daraus praktisch eine Kult macht oder wenn man so will, also dann ist es halt korrekt, wenn sich der Parameter anpasst und die Remiswahrscheinlichkeit so ein bisschen erhöht. Bloß in der nächsten Saison, wenn alle Tabellenplätze wieder auf 0-0-0 stehen, dann ist es eben vergessen und auszuradieren. Aber das kann ich natürlich alles nicht mit endgültiger Gewissheit sowas postulieren. Und dafür habe ich jetzt auch statistisch nicht diese eindeutigen Belege, weil was man dafür alles untersuchen müsste, um das ultimativ festzustellen, ob sich da Effekte eher erhalten oder es eher sinnvoll ist, wenn ich das neutralisiere. Da sind also sehr, sehr umfangreiche statistische Analysen notwendig. Und dann hat man halt nachher von Liga zu Liga so kleine Unterschiede und sagt dann, ja, da war es eher schon so und da eher nicht. Also so, wo es dann eben auch praktisch keine klaren Aussagen zu dem Thema gibt. So, jetzt sind wir hier bei League One. Was haben wir da? Jetzt die, weil hier Bolton gegen, da stehen jetzt andere Anstoßzeiten, okay. Dann machen wir das mal so. Also machen wir hier alle an, alle aus, nee, alle aus und machen hier Bolton gegen Wigan. Und ich würde mal sagen, oh, sind beide eher über das Spiel, aber Wigan eher trotzdem Favorit so ein bisschen oder nicht? Also jetzt kenne ich die Mannschaften doch dann deutlich zu wenig. Also Bolton ist halt auch mit deutlich mit oben, ne? Das dachte ich auch. Ach, Wigan war ja der Absteiger, der eher jetzt nicht so gut, klar, also jetzt. Habe ich das, ja, jetzt fällt es mir ein. Also, dadurch 2,0 würde ich mal sagen, passt vielleicht halbwegs. Ich ändere jetzt sowieso nichts, also ich kann hier ruhig raufgucken, ne? 1,7, nee, Bolton gegen 5. August. Moment, Moment, Moment. Wir müssen ja auch am 5. August gehen. Also, die spielen schon viel früher, was ja dann auch dafür spricht, dass ich hier möglichst bald. So, Barnsley gegen Port Vale.
Ja, also ich kann sie nicht. Sagen wir es mal ganz kurz. Ich kann sie nicht und wir vergleichen einfach. Und wenn wir irgendwas, also da müsste ich jetzt richtig reinkommen, wieder erstmal in die Ligen. Klar, so ein bisschen könnte ich es vielleicht schon, aber hier hat er das durch, ne? League One. Da hat er die Sortierung hier so ein bisschen aufgehoben, ne? Jetzt sagen wir mal, wir haben 12 Rows selected, steht ja auch unten. Sieht man es hier auch? Ja, 12 Rows selected. Sind also 12 Spiele, sind es ja genau. Das heißt also, wir kriegen genau jetzt die 12 Spiele kompiliert und das vergleichen wir jetzt mit dem Markt. Und wenn man Abweichungen hat, dann, wie gesagt, dem dann zu vertrauen und damit Geld zu verdienen, wird wahrscheinlich relativ schwierig. Also rate ich eher von ab. Ich dachte schon, er kommt nicht mehr zurück hier. So, aber wer Mut hat, wer sich auskennt und so weiter. Und wer gerade schlüssig ist, nee, also so natürlich nicht. Aber ihr wisst schon, also man kann auf jeden Fall da trotzdem auch gewinnen. Ne? Barnsley gegen Port Vale, also haben wir hier eine deutliche Abweichung. Das heißt also, der Kurs hier scheint viel zu klein zu sein, wo ich ja auch meinte, solche Unterschiede gibt es selten. Bloß wir haben jetzt nochmal hier daran erinnert, Barnsley war mit 80 zu 47 deutlich, also über. Also 1,7, die habe ich ja schon runtergesetzt, sagen wir mal ungerechtfertigt. Also, weil ich ja, ja, warum soll ich sagen, jetzt, die sind ab jetzt deutlich schlechter als letzte Saison. Hier stehen sie mit vorne. Port Vale ist einer dieser Kandidaten. Ne? Trotzdem würde ich sagen, im ersten Spiel passt es mir jetzt nicht überragend. Und ich sage ja auch, grundsätzlich sind die Unterschiede nicht so groß, traditionell. Und trotzdem würde ich hier gerade jetzt wieder sagen, auch das gefällt mir eigentlich. Ich meine, Favoriten wollen wir nicht, wir wollen keine Heimmannschaften unbedingt und so. Und trotzdem, also wir haben Barnsley schon deutlich runtergesetzt, selbst wenn wir Port Vale sogar ein bisschen runtergepackt haben. Aber die stehen ja hier auch in der Geldrangliste, wie ich immer gerne sage, auch relativ weit unten. Na gut, also, da haben wir jetzt, hätten wir sozusagen was gefunden. Naja, wie gesagt, wir haben ja Barnsley schon deutlich schlechter gemacht. Hatten eine viel bessere Saison. Bei Blackpool stimmt's, weil da haben wir eben 1,56 und hier haben wir 1,68, also 4,25, 5,91. Müssen wir jetzt nicht groß drüber nachdenken. Selbst wenn es hier irgendwo. Nee, ist ja nicht. Also nicht mal ausreichend. Bolton gegen Lincoln sieht gut aus, würde ich erstmal. Wobei, Markt könnte sogar höher sein auf Bolton, aber weiß ich jetzt nicht. Bolton 1,70, okay. Gut, wir haben sie also nur auf Schnitt gesetzt. Der Markt sagt eher. Könnte trotzdem noch oben mitspielen. 3,56, 4,98. 3,56, 4,98. Hätten wir knapp drüber. Gut, dann würden wir hier vielleicht sogar ein ganz bisschen nachgeben. Aber Bolton ist doch eigentlich jetzt nicht. Ja, Lincoln hatte ich auch gesagt. Hört sich für mich eher nach weiter unten an. Dann safen wir das vielleicht hier. Aber finde ich jetzt auch nicht, dass wir da groß. Na, jetzt sind wir bei 1,89. Was haben die hier? 1,7. Ach so, ja, das passt jetzt vielleicht ein bisschen besser. Na gut. Cambridge soll Oxford Favorit sein, hört sich für mich nicht danach an, aber hat man schon gesehen, dass Oxford eher ein bisschen höher ist. Ja, ist sogar hier auch so. Also bin ich dann zufrieden mit meinen Zahlen. Carlisle gegen Fleetwood, das sieht ja ganz falsch aus, aber ich meinte ja auch Fleetwood, aber die standen ja hier gut, ne? Dass sich das hier viel zu gut eingeschätzt anhört. Und Carlisle ist ja wohl der Aufsteiger, ne? Ja, den sollten wir dann vielleicht automatisch ein bisschen höher setzen. Kann schon sein. Also das ist in der Liga vielleicht eben noch ein bisschen eher so, wie sie sagen, zwischen der und der. Aber jetzt würden wir auch ein paar anderen Mannschaften hier ein bisschen Unrecht tun, finde ich. Also ich würde hier eher sagen X2. Also Fleetwood, dass die hier nicht verlieren müssen, ne? Also da hätte ich jetzt sogar den Mut, aber es ist ja hier leicht gesagt, wenn ich hier jetzt so einen Klick mache. Ne? Aber die 1,74 hier würde ich sagen, doch, doch, das können wir mal mitnehmen. Ne? Aber wie gesagt, wir spielen hier irgendwo gegen den Aufsteiger, ne? Was dann immer ja, dieses kleine Problem ist. Ne? Man sagt, die mit der Aufstiegseuphorie und so, das gibt es da schon. Charlton hört sich für mich zu klein an. So, was haben die hier? 2,19. Da hatten wir ein bisschen justiert, aber da meinte ich ja auch, Charlton ist für mich eine Mannschaft, mit der ich immer Schwierigkeiten habe. Der Markt war irgendwie überhaupt nicht mit denen, aber dann hatte ich vielleicht auch Indikationen. Aber wir haben eigentlich hier am Marktwert auch nicht so viel gesehen. Also da standen sie eigentlich ganz okay da.
Das heißt also, wenn wir die runtersetzen, ist ein bisschen ungerecht. Leighton Orient wird immer gemocht. Können wir meinetwegen auch ein bisschen hochsetzen, aber eigentlich finde ich es auch schon wieder Quatsch, ja. Also muss man dann immer sehen, ein bisschen am nächsten Spieltag, ne? Da müsste man sich solche Änderungen merken und dann sieht man eventuell, wie unlogisch der Markt da ist, ne? Also wir müssten halt im Grunde jetzt auch Charlton nehmen. Und jetzt habe ich, wo ich sage, gerade bei der Liga, wo man überhaupt nichts machen sollte, da mache ich am meisten. Derby passt einigermaßen, die haben sogar nur 1,64. Da könnten wir also sowohl bei Derby noch ein bisschen sagen, warte mal, also sind schon auch nach Geld weit vorne, Tradition kennen wir sowieso, aber Wigan jetzt dem Absteiger wird hier nichts zugetraut, was ich jetzt auch schon seit Jahren so ein bisschen akzeptiere, dass die halt, die waren ja auch Premier League ein paar Jahre, aber jetzt nicht unbedingt so ein Club sind. Die sind halt manchmal, werden die so nach oben gespült und so. Also, Derby machen wir runter, 1,85, jetzt passt es halbwegs, wollen wir nicht. Northampton, da würde ich also auf jeden Fall sagen, Northampton, warum nicht? Also, die haben eher vom Namen her ein bisschen mehr. Hier sind sie auch deutlich vorne und in der letzten Saison, das weiß ich jetzt nicht mal ganz genau, aber 2,71 auf eine Heimmannschaft. Also, ich komme ja hier auf die meisten Tipps von allen, aber da sind wir jetzt genau dem Phänomen vielleicht ausgeliefert, dass sich hier der Markt wirklich dann besser auskennt. Aber wir sehen es ja hier auch. Also nach Marktwert wäre jetzt überhaupt nicht zu erkennen, ne, dass irgendwas falsch ist mit denen. So, Portsmouth passt, 1,99, wir haben 2,09. Reading 2,73 hört sich für mich wieder deutlich zu hoch an. Aber da würde ich ja eventuell sogar dem ein bisschen nachgeben, weil Reading kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es ein Absteiger ist, der halt ganz normal sagen spielt. Also da würde ich sogar den Markt dann eher, ne? Also ich habe es vielleicht am Anfang ein bisschen anders gesagt, aber das würde ich auf jeden Fall akzeptieren. Peterborough hat schon eine tolle Saison gespielt für Reading. Wird es jetzt erstmal schwer, auch jetzt in der neuen Liga, aber die wissen es in England alle. Also auch die Absteiger wissen jetzt, hier wird es kein bisschen leichter. Und in Deutschland eher dann sagen würde so. So, also Shrewsbury haben wir 2,44, die haben nur zwei, also wir haben 2,13, der Markt 2,44. Da habe ich aber auch gesagt, Shrewsbury hört sich für mich eher nach Absteiger an. Da würde ich auch dem ein bisschen nachgeben. Cheltenham haben wir vielleicht einen Aufsteiger. Machen wir mal so. Wobei ich die Zahl jetzt immer noch zu hoch finde. Aber hier würde ich jetzt nicht drauf einsteigen. Wickham hört sich okay an für mich. Eher zu hoch fast. Ja, 2,19, 1,91. Na gut, würden wir jetzt aber nicht Exeter unbedingt haben wollen. 3,54, 3,79. Muss nicht sein. Haben wir hier noch Spiele oder nee, jetzt habe ich es ja so sortiert. Jetzt hätten wir also 12 Spiele durch und ich save das hier und sage, ja, macht mir eigentlich immer Spaß, aber wie gesagt, es ist unheimlich schwer, damit nach vorne zu kommen. Ne? Also, was heißt, es ist ja überall schwer. Ist schon klar. Jetzt habe ich hier nur 3 drin. Wundert mich ein bisschen, weil ich hatte vom Gefühl her gesagt. Also Barnsley, Moment. Barnsley, Charlton 1 und 1. Irgendwo habe ich da so ein X2 gehabt, ne? Wo waren das hier? Hier. Carlisle gegen Fleetwood. War das nicht das? 2,79. Wo ich sage, nö, das akzeptiere ich nicht so. Also Carlisle. Aber das hatten wir auf jeden Fall. Ich habe doch hier einmal draufgeklickt. Oder war das jetzt schon drin? Naja, also da will ich euch ja gar nicht mit langweilen jetzt hier. Minus 0,5, 1,74. Warum steht es da nicht? Carlisle gegen Fleetwood. Ne, sind ja 4. Okay. Keine Ahnung warum. Oder ob das jetzt noch nicht. Weil ich es jetzt angeklickt habe, sind doch 4. Ah, jetzt steht es wieder nicht da. Na, das begreife ich einfach jetzt nicht. Warum kann ich, darf ich das nicht wetten oder übernehmen? Asian ready to fly. Nein, überhaupt nicht ready to fly. 1,74. Remove, add to my coupon. Carlisle Fleetwood. Ja, ich verstehe es nicht. Okay, aber jetzt, es waren halt 4. 4 sind es jetzt auch und wir sind hier durch. So, wenn es jetzt hier nicht geklappt hat mit dem Safe, sieht mir aber eigentlich so aus. Oder ob ich hier ausgeloggt bin oder so. Wettoper, stehe eigentlich drin. Tja,
Also, ich mache jetzt aber Schluss hier, weil mir das jetzt auch ein bisschen zu anstrengend wird. 29 Minuten ist eine schwierige Liga. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, alles. Trotzdem kann man von dem ganzen Initialisierungsprozess natürlich immer was mitnehmen oder ne, das von anderen auch kopieren. Wir sehen ja dann auch die Anpassungsmöglichkeit, wenn man sagt, so richtig passt es mir nicht, aber hier überzeugt es mich auch nicht. Dann bleibe ich auch dabei. Aber wie gesagt, damit dann in die Pluszone, gerade jetzt so am ersten Spieltag, aber. Warum eigentlich nicht? Ne? Also gegen Glück kann man ja sowieso dann nichts einwenden, aber darauf wollen wir natürlich nicht bauen. So, danke euch. Ich bin jetzt raus, bevor ich noch mehr Unsinn erzähle. Ciao. Subscription und Likes nicht vergessen, bitte. Ciao.